Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir reden heute über Alzheimer und Parkinson im Zusammenhang mit dem Stoffwechselprozess unseres Körpers. Und ich habe hier zwei herausragende, große Wissenschaftler hier, die sich hier diesem Thema widmen. Und ich bin gespannt, worauf die Reise hingeht. Bleiben Sie bitte dran, wir legen sofort los. Und jetzt darf ich Ihnen die zwei Experten mal nennen. Das ist einerseits ein Biochemiker. Ganz herzlich willkommen, lieber Wolfgang Alexander Simon. Du bist Doktor im Bereich der Naturheilkunde. Ganz herzlich willkommen. Und auf der anderen Seite der Arzt, der Mediziner, der bekannte Kurt Mosetter. Ganz herzlich willkommen, lieber Kurt. Schön, dass du auch da bist. Schön. Wir hatten mal eine Sendung gemacht, da haben wir über das Joggen geredet. Und da hast du mir gesagt, beim Joggen gibt es sehr häufig, wenn man es übertreibt, Ammoniak. Und dann habe ich gesagt, Kurt, dann jogge ich mich doof. Ja. Hast du gesagt, ja, eigentlich schon. Aber ich könnte es mit Galaktose sofort wieder binden. Das ist mir sofort in Erinnerung geblieben. Müssen wir alle aufpassen, dass wir es nicht übertreiben. Ja. Darf ich dich mal bitten, mir uns zu erklären, warum explodieren heutzutage diese Parkinson- und Alzheimer-Problematiken so extrem? Und alle unsere Zuschauer im Bereich 40, 50, 60 Jahre möchten das ja nicht erleben. Eigentlich waren das seltene Erkrankungen und jetzt ist die Zunahme gleich einem Tsunami, nehme ich mal die Worte von mir anderer Forscher. Und dann hat man gedacht, ja, die Menschen werden älter, deshalb gibt es mehr Leute mit Demenz und mit Parkinson. Das Problem ist, dass die Älteren das nicht kriegen, sondern immer mehr Jüngere kriegen das. Ursprünglich war das für Kandidaten, die dann in der 80er waren. Mhm. Heute haben wir Patienten mit 35, 40 und 50, die mit Morbus Parkinson, Parkinson-Syndrom, Mild Cognitive Impairment oder Alzheimer-Erkrankungen kommen. Die Frage, wo kommt es her? Die Ursache liegt in einer unglücklichen Vergesellschaftung vom Lebensstil. Zu viel Stress, ein wichtiger Grund. Zu viel Sabotage über eine schlechte Ernährung. Das heißt, Alzheimer und Parkinson sind eigentlich Sondervarianten von einer Diabeteserkrankung. Deshalb nennen wir den Alzheimer auch Diabetes Typ 3, also zu viel Zucker. Falsche Signale aus der Leber und dann zu wenig Bewegung. Training, Bewegung hätte einen Schutzfaktor. Und dann gibt es eben eine wichtige Substanz, die hat der Hartmut Heine in Wittenherdecke schon beschrieben, 2007. Ammoniak ist eine Schlüsselsubstanz, die die Gliazellen, die Zelle um die Nervenzelle belastet. Und dann leidet das Gehirn Not. Energiemangel im Gedächtniszentrum macht einen Alzheimer. Ein Energiemangel im Bewegungszentrum, in den Basalganglien. Da wird dann eigentlich der Dopaminstoffwechsel mit reguliert, hat eine Schrittmacherfunktion zum Morbus Parkinson. Das heißt, der Lebensstil spielt eine wichtige Rolle und die Darm-Hirnsignale spielen eine wichtige Rolle. Und ein Übermaß an Stress macht beim einen eine Depression, kann aber beim anderen die Weiche auf den Parkinson und nochmal beim jemand anderen die Weiche in Alzheimer stellen. Ein gemeinsamer Nenner, zusammen mit dem Wolfgang, sind die Mitochondrien und der oxidative Stress. Die genetische Vulnerabilität zum Parkinson liegt in den mitochondrialen Genen verborgen. Deshalb nützt es, wenn man weniger oxidativen Stress hat, wenn die Mitochondrien gut gepflegt werden, wenn man mit dem Lebensstil dazu beiträgt, dass man was tut, dass es erst gar nicht zum Ausbruch von den Erkrankungen kommt. Ja, Vorsorge ist immer besser als Nachsorge, ist mir schon klar. Aber die Leute, die es jetzt schon betroffen hat und jetzt eigentlich schon in dieser Schiene drin sind, kriegt man die wieder raus? Oder ist was kaputt und kaum mehr reparierbar? In vielen Fällen kann man die Menschen wieder zurückerobern. Die Insulinresistenz ist überwindbar, die Darm-Hirn-Signale sind regulierbar und es ist alles eine Frage der Balance. Es gibt sicher Situationen, wenn das komplett entgleist ist, wenn Nervenzellen wirklich komplett geschädigt sind, dann wird es sehr schwierig. Aber es gibt bestimmte Stadien, da kann man noch viel tun und da lohnt sich's unbedingt. Das heißt, man könne es vermeiden und man könne in den ersten Stadien das tatsächlich auch wieder zurückerobern. Mhm. Nicht mit einer Maßnahme, sondern in dem Ökosystem brauchen wir dann mehrere Schalthebel. Da kann
intermittierendes Hypoxie, Hypoxietraining, Helfer-Sauerstoff-Training, Galileo-Training, überhaupt Training, Ernährung. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Supplements. Und da wird klar, je besser ich den Ammoniak bind, umso weniger ist der toxisch fürs Gehirn. Je weniger Zucker anbrennt, umso besser fürs Gehirn. Je weniger Entzündungen im Gehirn, umso besser. Und prinzipiell sind es Stoffwechselentzündungen. Low-grade Inflammation, stille Entzündungen und verdeckte Entzündungen. Und da braucht es ein Gegenspiel dazu. Ein Bewusstsein, die Homöostase oder das Gleichgewicht wieder zu fördern. Und dann braucht es eine gute Ernährungsmedizin, eine gute Bewegungsmedizin, einen guten Schlaf und dem Miteinander. Nicht eines hilft, sondern das Miteinander macht unglaubliche Erfolge möglich. Weißt du, von 100 betroffenen Menschen frage ich mich immer wieder, wie viele von 100 haben die Chance, das jetzt gerade zu hören, was du gesagt hast, sondern sie sind eigentlich in einer Schiene drin, wo man ja eigentlich bei Alzheimer und Parkinson nicht mehr viel macht, oder? Mhm. Außer medikamentös. Man hat viele Medikamente entwickelt. In den letzten Jahren sind sicher 52 große Medikamentestudien gescheitert. Das heißt, die sind wieder vom Markt weg. Man hat versucht, die Erkrankung zu bekämpfen an der Oberfläche. Aber das ist unsere gemeinsame Arbeit. Die Oberfläche entweder mit diesen Alpha-Synuklein-Ablagerungen oder mit Beta-Amyloid oder so ein Tau-Protein, wo dann verklumpft. Das ist nicht die Ursache der Erkrankung, das ist die letzte Konsequenz. Die Wirkung. Die Ausläufer, zum Teil sogar Notmaßnahme. Der Beginn ist im stabilen Stoffwechsel. Wenn wir den fördern, dann geht es. Wenn da Schieflage herrscht, Insulinresistenz, Entzündung, dann werden andere Schaltkreise und Signale verändert. Und erst diese veränderten Signale, die führen dann in letzter Konsequenz zu den Meilensteinen der Erkrankung. Max-Planck-Institut hat gezeigt, Glucosamin baut Plaques ab. Galactose hilft, diese Energiekrise im Gehirn zu überwinden. Und bei Morbus Parkinson hat sich gezeigt, die Ablagerung im Gehirn, Alpha-Synuklein, beginnt im Darm. Da wird das Alpha-Synuklein gebildet. Wenn man also mit Mannose, auch ein gesunder Zucker, und Galactose und Präbiotikate Darm behandelt, gibt es weniger Alpha-Synuklein, weniger Ablagerungen. Das ist eigentlich fantastisch. Und in Israel gibt es eine große Gruppe, die geben dreimal am Tag einen Teelöffel Mannose. Wir haben immer Galactose gegeben, einige geben Glucosamin. Aber ich brauche auch Vitamine, die B-Vitamine. Und ich brauche auch Vitamin D, 3K2. Und ein wichtiger Teil, was der Wolfgang mit eingebracht hat, war, wir brauchen auch eine Regulation von einem antioxidativen Schutzorchester. Der Körper ist in der Lage, alles auszubalancieren, solange es im Lot ist. Und deshalb haben wir dieses antioxidative Schutzorchester mit auf dem Radar. Nicht ein Oxidans in einer hohen Dosierung, sondern mehrere körpereigene, die helfen, solche Schieflage mit zu überwinden. Und deshalb ist auch der oxidative Stress ein Meilenstein, um die Generation, die Generierung von den Erkrankungen zu verstehen und dann aber auch um rückzurechnen und die Ursache und das Milieu besser zu verstehen. Ernährungsmedizin, Bewegungsmedizin und Lebensstilmedizin. Haben wir da aber eine Chance mit der Zuführung von solchen antientzündlichen Präparaten, einen zum Beispiel gegenüber dem Stressmodus, wo ja sehr, sehr viel Oxidantien erzeugt, durch das falsche Atmen, so zu schnell atmen und so weiter, kann man das aber ins Gleichgewicht bringen? Das schnelle Atmen, wo so viele Sauerstoffradikale produziert, im Verhältnis mit Zuführung von Nahrungsergänzungsmitteln? Da habe ich etwas Mühe, da würde ich nur spekulieren können, die direkte Aufnahme von Sauerstoff durch Atmung. Ich gehe einfach mal davon aus, von dem Sauerstoff, der bereits im Körper drin ist, ja. Und denn da kenne ich die Limitierung eben nicht. In jedem Fall, wenn er denn da ist, dann wird er gebraucht. Und er wird deswegen gebraucht, um eben die Elektronen des Wasserstoffs aufzunehmen und am Ende als Wasser, als Endprodukt CO2. Und Wasser ist das Endprodukt allen Stoffwechsels. Ja. Aber das ist so spannend. Ich meine, ich habe das auch schon gelesen. Ich bin so fasziniert. Am Ende steht immer Wasser und CO2.
Und CO2 ist nicht ein Fluch in unserem Körper, sondern ein Segen. Das ist ganz natürliches Abbauprodukt und Abfallprodukt, wenn kohlenstoffhaltige, und alle unsere Lebensmittel sind kohlenstoffhaltig, sie sind sozusagen, der Kohlenstoff ist das Gerüst für den Wasserstoff, ja, sei es bei den Fettsäuren oder bei den Kohlenhydraten ist immer das Kohlenstoffgerüst. Und der Organismus muss in Gottes Namen mit diesem Kohlenstoffgerüst eben umgehen und entsorgt es als CO2. Das ist nicht jetzt primär eine bedeutende Komponente, die eben auch noch zu Synthesezwecke vielleicht im großen Stil zur Verfügung stünde. Die muss einfach nur entsorgt werden, die wird über die Lunge abgeatmet. Und wichtig ist der Wasserstoff. Ja, der Wasserstoff ist das A und O. Das ist der Wasserstoff, der in der Welt ist. Der ist in der ersten Minute nach dem Urknall entstanden und seitdem nichts mehr. Und alles, was damals entstanden ist, davon leben wir heute noch. Ja, jeder für sich. Und der Wasserstoff ist eben die treibende Kraft. Nochmal zurück, aber die Frage lang vorher an, wann geht es los? Im Grunde diejenigen, die heute mit 70 an Alzheimer erkranken, die haben ihre Grundlage dazu schon in den 40ern gelegt. Ja. Das heißt, die Stoffwechselentgleisung ist viel älter. Ja, und kumulativ baut sich das eben auf. Im Zusammenhang mit Insulinresistenz ist es eben so, wenn die eben schon mal vorhanden ist, dann ist die Resistenz eben im Gehirn besonders dramatisch. Insulinresistenz heißt, es gibt, oder anders gesagt, es gibt mehrere Insulinsignalwege. Durch die Insulinresistenz wird meistens nur einer gehemmt, nämlich die Aufnahme der Glucose. Das ist dramatisch, deswegen wird das Gehirn in einen ATP-Mangel geraten. Der andere Insulinweg wird verhungert, das Gehirn verhungert. Ja. Der andere Insulinweg wird nicht gebremst. Der macht beispielsweise aus den die Amyloide abbauenden, sinnvollerweise abbauenden Proteine, macht ja ein zusätzliches Enzym, dieses Beta-Sekretase, und die macht aus diesen, kein Mensch weiß, wozu diese Amyloide gut sind. Sie müssen gut sein, sonst hätte die Evolution nicht entwickelt. Aber sie müssen eben sauber geordnet sein, sie müssen gut synthetisiert, also auch abgebaut werden. Wenn sie jetzt aber an der falschen Stelle gespalten werden, dann kommen diese Abbauprodukte von Alzheimer. Und mit diesem Gerümpel können wir nichts mehr anfangen. Das wird angesammelt. Dasselbe ist mit den Tau-Proteinen. Die sind ganz wichtig, das Tau-Protein für die Struktur der Hirnzelle. Wenn die aber der Insulinweg eine falsche Richtung einnimmt, dann wird das Tau hyperphosphoryliert. Und jetzt entgleist es völlig in seiner strukturellen Zuordnung. Das heißt, auch hier entsteht nur Gerümpel im Gehirn. Und das ist das, was die Zelle am Ende kaputt macht. Und jetzt kommt noch erschwerend hinzu, dass durch die Insulinresistenz insgesamt der Abbau von fehlerhaften Protein gehemmt wird. Das Proteasomsystem ist ja extrem wichtig. Autophagie, Mitophagie, Proteasom. Produzieren pausenlos Proteine, die oxidativ angegriffen werden, die entsorgt werden müssen. Wenn dieses System Aufbau und Abbau nicht mehr funktioniert, und das ist durch das Proteasomsystem, und das wird durch Insulin gehemmt, ja. Durch Hyperinsulinomie im Diabetes wird das gehemmt. Das heißt, in allen Ecken sammeln sich Bruchstücke an, die nicht entsorgt werden können, die Zellen zerstören. Zurück zu Alzheimer. Dort ist es natürlich besonders dramatisch. Dort wird jede Art von Funktion, von Nerv, von neuronaler Kommunikation bricht da natürlich zusammen. Und bei Alzheimer ist es natürlich besonders dramatisch, oxidativer Stress, dass der Hippocampus ist natürlich das zentrale Organ für die primäre Gedächtnisleistung. Das ist natürlich die Demenz, damit beginnt es natürlich. Alzheimer ist eine eigene Form von Demenz, aber im Grunde sind es wahrscheinlich Nuancen. Aber der oxidative Stress, ausgelöst durch gestörte Stoffwechsellage, führt am Ende zur Zerstörung des Hippocampus. Ja. Und deswegen ist natürlich auch die primäre Gedächtnis, der Gedächtnisverlust das erste Anzeichen.
interessant, dass eben auch bei Demenz und doch und auch bei so Anfällen von diesen Symptomatiken das Langzeitgedächtnis noch vorhanden ist. Denn das Langzeitgedächtnis ist im Kortex abgespeichert. Ach so. Der ist nicht betroffen. Aber wer was betroffen ist, der Hippocampus, deswegen ich von nicht mehr weiß, warum ich in die Küche gegangen bin, ja, das sind vielleicht, das passiert jedem Mal, aber das, wenn das anhalten passiert, einfach von einer Minute zur anderen nicht mehr wissen, was man gesagt hat, das ist die Zerstörung des Hippocampus, das ist oxidativer Stress, der eben durch diese Insulinresistenz, durch die Stoffwechsellage entstanden ist und Aber das ist eine schöne Zusammenfassung, wer normalerweise entsteht gar kein Müll. Es gibt ein Recycling. Da gehört mit genügend Energie, sind die Mitochondrien aktiv und dann wird schon recycelt, bevor der Müll entsteht. Wenn Müll entsteht, wird er wieder abgebaut. Die Signalkaskade, wenn die aus dem Ruder läuft, kann man sich das vorstellen wie in Indien, in einer großen Stadt. Wenn kein Geld da ist, gibt es viel Müll. Aber es nützt nichts, wenn ich eine Rakete in den Müll schiebe. Ich muss die Ökonomie stärken, dass der Müll entsorgt wird. Und deshalb gibt es eine Ablagerung, das Beta-Amyloid beim Alzheimer, eine andere beim Parkinson. Und spannenderweise, beim Eisbär im Winterschlaf entsteht auch Amyloid. Das schützt die Nervenzellen. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad ist ein Schutz, aber dann wird es wieder abgebaut. Wenn der Stoffwechsel allerdings Schieflage hat, bei zu viel oxidativer Stress, zu viel Entzündung, dann wird es nicht mehr abgebaut und dann lagert sich's an. Die Botschaft heißt, das ist bis zu einem gewissen Punkt ein reversibler Prozess. Es hat sich gezeigt, dass Myokine, Muskelhormone, Training dafür sorgen, dass sogar das Volumen im Hippocampus, im Gedächtniszentrum wieder zunimmt, dass nicht nur neue Nervenzellen gebildet werden können, sondern dass sogar neue Nervenzellen geboren werden können, bei genügend Energie. Deshalb hast du es vorher gut gesagt. Hunger im Gehirn, Energiemangel im Gehirn, Energiekrise im Gehirn. Das sind eigentlich die zentrale Komponente von Parkinson und Alzheimer. Und deshalb muss man es besser nähren. Jetzt hat sich gezeigt, Fett ist ein super Treibstoff. Kerosin, rußfrei, ohne Ammoniak. Das kann nicht vergoren werden. Hilft es. Dann wäre das innerhalb von der Ketogenese, genau. Dieses C8, C12? Das wäre Butyrat. Ja. Im Idealfall kommt es sogar aus dem Darm, der kann das produzieren. Superfood für die Mitochondrien. 120 ATP macht eine Fettsäure. Ein Glukosemolekül, 36 bei uns drei. Aber wenn der Stoffwechsel Schieflage hat, nur 2 ATP, ganz wenig, dafür viel Laktat und Ammoniak. Und dann haben wir so einen Quotient, wo es in oxidative Stress geht. Das heißt, man könne viel tun. Und dann gab es eine schöne Fingerstudie, große Studie zu Alzheimer. Wirklich Überlebensstilmethode hat sich gezeigt, das kann man rückgängig machen. Ein anderer Molekularbiologe, das Buch hast du gerade erwähnt, der hat geschrieben, der Herr Nehls, er hat gesagt, Alzheimer ist heilbar. Ja. Ein anderes Buch war die Alzheimer-Lüge. Ja, es sind nicht die Gene, sondern es ist der Stoffwechsel. Und in der Tat können wir viel tun. Und wir müssen nicht vor dem Schreckgespenst in die Schocksparre gehen, sondern wir müssen was tun. Und wir können was tun. Wichtig, um alle Ärzte zu entlasten. Der Arzt ist eigentlich nicht zuständig dafür, die Krankheit zu vermeiden. Wir sind zuständig, wir alle, und wir können was tun. Wenn dann die Pathologie ganz weit fortgeschritten wird, wird es schwierig. Aber je früher wir beginnen, wie du gesagt hast, beginnt 30 bis 40 Jahre vorher, dann können wir mit dem Lebensstil heute die Weiche stellen für eine gesunde Zukunft mit einem klaren Kopf, mit einer klaren Birne. Also der Schlüssel ist eigentlich eine ausgewogene Ernährung, wo wenig Ammoniak erzeugt wird aus dem Darm heraus. Ammoniak geht ins Blut und ins Hirn, also hätten wir die Vergiftungserscheinung eigentlich nicht im Hirn. Und auf der anderen Seite hätten wir diese zuckerarmere Ernährung. Genau. Und dann habe ich noch das Wort Tauprotein gehört, das habe ich nicht verstanden. Was ist Tauprotein? Tauprotein ist auch ein strukturelles Protein, das offensichtlich zur Stabilisierung der Nervenzelle taugt. Ich weiß nicht, ob das mehr noch charakterisiert ist wie beim Amyloid, wo man es nicht weiß. Man weiß nur, es muss an der richtigen Stelle gespalten werden.
Und nur bei Insulinresistenz wird es an der falschen Stelle gespalten und dann kommt eben auch kein Abbau mehr zustande. Ja. Und wenn ich dann gleichzeitig noch die Hyperinsulinämie habe in einem entsprechend prädiabetischen Stoffwechsellage, dann kommt es eben nicht zum Abbau. Ja. Übrigens ist das auch ein Ausdruck von Altern. Ja, zu viel, das Alter ist eine Frage, wie viel Insulin sozusagen bei mir im Blut zirkuliert ist, ja. Das heißt, möglichst wenig Insulin, möglichst wenig. Deswegen nicht mit Zucker, mit all diesen Dingen nicht locken, das Insulin unten halten, ja. Ein ganzes Leben lang. Ja, und das ist spannend. Je niedriger der Insulinspiegel im Blut zeitlebens, desto älter wird man bei allen 100-Jährigen. Also Insulin sparen für die Reparatur und Regeneration. Und in der Insulinsignalkaskade innen wird reguliert das Tau-Protein, neuroregenerativ für Gedächtnis und für ein gesundes Gehirn. Wenn allerdings zu viel Zucker da ist, dann wird eine Phosphorgruppe drankängt, das ist ein phosphoryliertes Tau-Protein, und dann wird es defekt. Und das Amyloid wird zu wenig phosphoryliert, dann wird es nicht mehr abgebaut. Das heißt, die Schieflage macht es. Das ist das schöne biochemische Gleichgewicht. Jetzt bedeutet es, mit wertvollem Fett, mit wertvoller Aminosäure, mit Galaktose, insulinunabhängige Zucker, da bindet man Ammoniak, man bildet Aminosäure, wir haben einen Bypass in dem insulinresistenten Gehirn, mit Carnitin, mit Omega-3-Fettsäure haben wir ein ganzes Spektrum, ein Reparaturwerkzeugkasten, der das Gehirn pflegt und der es hilft, zurückzuerobern. Mhm. Und man hätte nicht überlebt, wenn das System nicht so gut organisiert wäre. Mhm. Das heißt, manchmal ist das Gehirn in einer Energiekrise, wie der Eisbär im Winterschlaf. Und wenn die Verhältnisse besser wären, das Klima besser wird und Nahrung verfügbar wird, dann wacht der Eisbär auf und dann wird diese Verbindungsstörung im Gehirn überwunden. Das heißt, die Überwindung von so einer Verbindungsstörung ist möglich. Und da braucht es aber auch Interaktion miteinander. Keine Isolation, sondern Interaktion. Soziales Miteinander. Und unser Gehirn ist eigentlich angelegt auf soziales Miteinander. Und es wäre dann ein anderer wichtiger Faktor. Man könnte Dinge einnehmen, man könnte den Lebensstil verändern, wir kennen die Biochemie, aber am Schluss sind wir Menschen. Und der menschliche Umgang, hat sich auch gezeigt, ist ein wesentlicher Faktor, dass man sozusagen Isolation, traumatisches Stress und Rückzugsverhalten auch mit überwinden kann und wieder in Gang bringen kann. Ja, das ist schon wieder eine eigenständige Sendung, eigentlich dieses Thema. Stichwort Oxytocin. Ja. Ja, das ist natürlich, und dann Neurogenese. Ja. Die Neurogenese, das ist, glaube ich, nur Lehrbuch bis vor wenigen Jahren, dass das selbstverständlich nicht stattfindet im Alter. Das ist ein Irrtum. Das findet bis zum letzten Tag des Lebens kann Neurogenese stattfinden. Was heißt noch was Neurogenese? Das Neuschaffen von Neuronen. Ja, die Geburt von neuen Nerven. Vor allem im Hippocampus. Ja. Der Hippocampus nimmt im Schnitt 0,1% pro Lebensjahr ab. Das heißt, das kann man sich dann ausrechnen, dass das irgendwann mal doch dann zu wenig sein könnte. Wenn ich aber Sport treibe, da gibt es durch Sport wird ein Faktor aktiviert, dieser Brain-derived Nerve Factor, BDNF, der führt dazu, dass wieder Neurogenese stattfindet. Das heißt, es gibt genügend Studien, wo die Leute verglichen haben, die keinen Sport getrieben haben, mit denen, die Sport getrieben haben. Die haben teilweise eine Zunahme des Hippocampus-Volumens von bis zu 2% nach entsprechenden Studien und nach entsprechendem Training. Das heißt, Bewegung ist schlichtweg, also mindestens 50%. Das andere 50%, vielleicht wie viel Prozent ist die gescheite Ernährung vom richtigen, das genügend. Und wenn ich noch dazu fügen kann, das ist meine alte Liebe zur anorganischen Chemie, bitte auch an die Spurenelemente denken. Die kommen meist zu kurz. Das kommt bei entsprechend Ernährung, die teilweise auch ideologischen Ursprungs sein können, wo eben zu wenig Eisen, zu wenig Mangan, zu wenig Zink. Selen. Ich muss eine Tonne Zink essen, um an das Zink zu Äpfel essen, um an das Zink zu kommen, was ich vielleicht in einem Stück Fleisch, in einem guten Stück Fleisch
vom Weiderind und nicht aus der Massentierhaltung bekommen. Das heißt, da muss man einfach auch mal etwas gegensteuern und sagen, wie komme ich an Eisen? Da muss ich halt gelegentlich auch mal eine Blutwurst essen, ja. Denn das Eisen an Protein gebunden wird ganz anders resorbiert als in der Kapsel. Das läuft teilweise durch, ja. Und so sind also diese ganzen Mineralien, die sind extrem wichtig. Deren Gleichgewicht muss gewahrt sein. Und aber nochmals zu deinem vorhergegangenen Satz, heißt eigentlich, auch wenn Geschädigungen da sind, mit Bewegung ist es immer noch möglich, absolut, neuronale neue Zellen wieder aufzubauen. Absolut. Und für uns alle ist eigentlich nie eingeschränkt. Wir können unsere Intelligenz jederzeit optimieren, ausweiten, absolut, mit Bewegung. Ein ganz wichtiger Schlüssel. Und dann natürlich das Soziale und das Training, das ist also Bewegung, Ernährung, aber das geistige Training, den Leuten, lernt Gedichte, ruft sie immer wieder ab, macht Musik, geht in den Chor, diese Koordination über das Auge, über Hände, über das Gehirn, schließlich Wahrnehmung, Ohr und all diese Dinge und wiedergeben, das ist genau das, was da oben stattfindet und das muss in Bewegung bleiben, sonst rostet es und dann verkommt es. Aber weißt du, wenn man es macht? Dann, wenn die Baustelle anfängt, immer größer zu werden, aus dem Leid heraus fangen wir an, solche Dinge dann zu machen. Klar, aber Training ist bei jedem Leidenzustand kann man die Leute wahrscheinlich dazu bringen. Ich erlebe das in meinem Umfeld. Ich sehe das, wie, was es heißt, die Leute dazu bringen, zweimal am Tag, wenn ich durch den Wald zu gehen. Oder eine Fremdsprache zu lernen mit 60 aufhören. Das ist das Allerbeste, was man machen kann. Ja. Und dann am Ende ist natürlich auch die Medikamenteinnahme, ist natürlich auch das Reduzieren. Ja. Beispielsweise Statine werden natürlich sind da schon sehr kritisch zu betrachten, dass sie voll in die Mitochondrien einschlagen, in den Komplex 2. Mhm. Ja, und wenn ich Statine nehmen muss, weil es heißt, Cholesterin ist zu hoch, was kein Mensch hat jemals nachweisen können, dass das hohe Cholesterin schließlich am Ende zum Herzinfarkt führt. Mhm. Was eventuell dazu geführt hat, ist das Aufkommen von Transfettsäuren in den letzten 30 Jahren. Oh ja. Das ist der Punkt, ja, und nicht das Cholesterin. Aber wenn irgendjemand noch glaubt, er müsste Statine verschreiben, dann bitte auch Q10 verschreiben. Das Q10 ist der Komplex 2, der muss hergestellt werden. Sonst verarmt die Zelle, sonst komme ich in das Defizit. Mhm. Und bei Kuklinski schreibt ganz klar, die Einnahme von Statinen führt am Ende auch zu Demenz. Mhm. Ja, weil die Mitochondrien sind einfach nicht mehr intakt. Ja, aber es auch viele andere Medikamente führen einfach zu nitrosativen Stress. Und der nitrosative Stress, das heißt Medikamente induzieren eine NO-Synthese, die einfach den Körper wiederum überschwemmt mit NO. NO ist unglaublich gut für unser Endothel, dass das Blut schön durchfließen kann. Stickstoff. Aber wenn es zu viel wird und mit oxidativem Stress kombiniert, dann schlägt es ins Gegenteil um. Ja? Medikamenteneinnahme reduzieren, wo immer es geht. Ja? Mhm. Beispielsweise bei Hochdruck eventuell mal verschwuchen, ob es durch antientzündliche Maßnahmen, Weihrauch, oder durch Glutathion. Glutathion in unseren Zellen ist ungefähr 1 Millimolar Glutathion, nicht umsonst. Mhm. Sonst hätte die Zelle nicht überlebt, weil dauernd ist oxidativer Stress, wenn er dann aufgefangen wird, ist es kürzt zum Leben, ja. Und das kann man auch bei ihm kriegt man das sozusagen im Institut, Infusion, Glutathion, dann Liponsäuren. Das sind kleinteilige Moleküle, Aminosäuren, Abkömmlinge, die eine SH-Gruppe tragen und die oxidiert werden kann, aber die wieder regeneriert werden kann. Dieses System, das könnte man beispielsweise auch empfehlen, um mal den primären oxidativen Stress auch einzudämmen. Ja. Das ist eine gute Schnittstelle zum Simon Feldhaus, zu der Paramed, Swissmau und Ugin. Wir messen die Mineralstoffe, also Zink, Mangan, Chrom, Selen, Magnesium, und die muss man auffüllen. Und dann können wir aber schön den nitrosativen Stress messen. Und dann sehen wir, wenn die Dysbalance, wenn wir da nichts tun, wird sie im Hirn einschlagen. Dann habe ich zu viel vom schlechten Homozystein, zu viel vom schlechten nitrosativen Stress. Und da kann man gut gegensteuern. Da hast du gut gesagt, da muss man mit der Ernährung
Haushalte, aber für Ernährungsveränderung, für Stoffwechsellernen und für Training, für ein gesundes Gehirn ist praktisch nie zu spät mit vereinter Kraft. Und einige Übungen sind einfach. Das sind die Kraft in der Dehnungsübung. Die haben wir im Vesalius Verlag, gibt es alle möglichen Bücher da dazu. Dann kann man Galileo-Training machen. Man kann aber raus in den Wald, man kann joggen, wie du das machst. Ich liebe auch joggen. Galileo auch. Genau. Und einige Leute schicken mal ins Fitnesscenter, dann machen die das miteinander. Man braucht einen aktiven Lebensstil. Und dann haben wir die Palette an Dingen, die man einsetzen kann. Mhm. Und auf einen Nenner. Das ist ein Projekt zusammen mit einer großen Stiftung in Richtung Alzheimer-Forschung. Das ist Energiestoffwechsel im Gehirn. Der Energiemangel im Gehirn ist ein vordringliches Ziel zu überwinden. Und genau da ist meine letzte Frage, weil die Zeit reift mir davon. Die Ernährung ist ein großer Schlüssel, habe ich verstanden. Ammoniak runter, Darmsanierung. Aber wir müssen ja immer noch schauen, dass wir genügend Proteine zu uns nehmen. Und hier sehe ich ja eigentlich immer eine große Willkür an Proteinen. Und eben auch im Bereich Zucker, Zucker meiden und lieber die Hintertüre nehmen über die Galaktose. Was die Voraussetzungen sind für ein gutes Protein, das wirklich vom Körper gut aufgenommen wird, um den Bereich Zucker. Gibt es da eine Plattform, wo man sich schlau lesen kann? Ja, also bei Falkento haben wir eine Reihe von verschiedenen Proteinen. Ich muss mal eins hervorheben, aus dem Profisport entwickelt. Und für alle älteren Menschen essentiell sind Aminosäuren. Ja. Ich sollte möglichst also Aminosäure caseinfrei, glutenfrei, sojafrei, biozertifizierte Proteine. Dann nicht wie im Essig und in allen Müslis mit viel Zucker, sondern mit wenig Zucker. Und auch nicht also, die aus dem Bodybuilding-Center und diese Proteinshakes da. Genau, sondern wirklich was Gutes. Ja. Dann braucht das Gehirn Protein. Bis ins Höchststärke. 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Auch die Fachärzte für Geriatrie wie der Reto Gressig in Basel, die haben gesagt, Protein ist eigentlich das Leben für das Gehirn. Und das ist Baumaterial. Baumaterial und Informationsmaterial. Mhm. Und ein Proteinmangel im Gehirn ist häufig beim Parkinson und beim Alzheimer. Deshalb mehr Protein, Proteinshake. Dann geben wir Glucosamin, um Plaques abzubauen. Da gibt es eine Mischung Glucosamin plus Galaktose, Ammoniakbinder, insulinunabhängiger Bypass, Omega-3-Fettsäure helfen im Gehirn. Und dann gibt es sogar noch Anleitungen für Übungen. Bei Falkento Shop gibt es Infos, unter Vesalius gibt es Infos. Wir haben ja 20 Bücher geschrieben, unser Bestes kommt noch. Mhm. Unser dickes Lehrbuch, die Biochemie vom Stoffwechsel im Gehirn. Und jetzt habe ich gerade heute gelernt, das ewige Schlucken von diesen Proteintabletten ist jetzt auch passé. Jetzt kann man es auch trinken. Endlich! Großartig! Herzlichen Dank, lieber Kurt. Und bei dir noch, lieber Wolfgang. Ich muss noch einen Satz für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, korrigieren. Der Wolfgang hat heute noch einen Satz gesagt. Medikamente haben Auswirkungen, selbstverständlich. Heißt aber jetzt nicht, dass Sie sofort Ihre Medikationen aufhören oder stoppen, sondern wenn Sie einen Weg aus der Medikamentenfalle rausgehen wollen, dann immer bitte mit Absprache mit Ihrem Arzt, selbstverständlich, oder mit einem Arzt, der einen ganzheitlichen Ansatz mit Ihnen gehen will, Sie begleiten will, wo an der Ursache gearbeitet wird und eben genau dieses Konzept, was heute diese zwei herausragenden Herren heute vorgestellt haben, mit Ihnen Hand in Hand beschreiten möchten. Das wollte ich einfach noch ergänzen. Danke Ihnen ganz herzlich, lieber Wolfgang und lieber Kurt, für das nette Gespräch und Ihnen wünsche ich alles Gute und ich hoffe ganz, ganz, ganz sehr, dass Sie präventiv arbeiten aus den Erkenntnissen, die wir heute gewonnen haben. Und die Menschen, die bereits irgendwo in einer Falle drinstecken, Sie haben heute den Schlüssel gehört. Es gibt Wege aus dieser Falle raus. Gehen Sie auf diese Homepage, informieren Sie sich, machen Sie sich schlau und beschreiten Sie diesen Weg. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.